Unsere Hunde haben ein tolles, offenes Wesen und die meisten spielen und toben für ihr Leben gern. Allerdings kann ein besonders verspieltes Verhalten auch Probleme verursachen. Erfahre in diesem Video, welche Dinge du vermeiden solltest, wenn du so eine flotte Fellnase zu Hause hast. Erstens, unkontrolliertes Hinrennen. Verspielte Hunde lieben es, Kontakt mit Menschen und Artgenossen aufzunehmen. Dieses Verhalten kann aber problematisch werden. Zum Beispiel, wenn die freundliche Fellnase auf ein Hund-Mensch-Team trifft, welches diesen Kontakt nicht wünscht. Es gibt viele Gründe, wieso jemand keinen Kontakt mit fremden Vierbeinern aufnehmen will. Zum Beispiel könnte der andere Hund krank, ängstlich oder aggressiv sein oder schlichtweg gerade im Training stehen. Manche Personen haben Angst vor größeren Hunden oder mögen sie einfach nicht. Das ist zu respektieren. Daher ist es ratsam, diese vor unerwünschten Begegnungen mit dem verspielten Hund zu schützen. Will der Halter seinem Hund unbedingt Kontakt ermöglichen, sollte das in einem sicheren Rahmen geschehen, etwa in Form von Playdates mit bekannten Hunden und Menschen. Wichtig ist, dass der Hund sich in einem sicheren Bereich austoben kann, zum Beispiel in einem eingezäunten Garten fernab von viel Verkehr. Zweitens, anspringen lassen. Es gibt viele Gründe dafür, dass ein Hund fremde Menschen ungestüm anspringt. Vielleicht will er die Person begrüßen oder mit ihr spielen. Ebenso kann es sich aber auch um Dominanzverhalten, Beschwichtigung oder Pöbelei handeln. Eigentlich ist das Anspringen ein instinktives Verhalten, denn auch Wölfe zeigen es. Wolfbabys warten im Bau auf ihre Mutter und andere Mitglieder des Rudels, wenn diese auf die Jagd gehen. Kehren die Mitglieder zurück, springen die Welpen an ihnen hoch und versuchen, deren Lefzen zu lecken. Dadurch werden die erwachsenen Wölfe animiert, Fleischbrocken für die Babys hochzuwürgen. Obwohl die Ursachen für das Anspringen genetisch bedingt sind, ist es für andere Menschen oft nicht angenehm. Deswegen ist es empfehlenswert, der Fellnase dieses Verhalten abzugewöhnen. Und zwar in Form von Training und das am besten so früh wie möglich. Der Fokus sollte darauf gelegt werden, dass alle vier Beine auf dem Boden bleiben, egal wie spannend die Situation gerade ist. Drittens, zu viel Auslastung. Hunde brauchen zwar geistige und körperliche Auslastung, manchmal kann es aber zu viel des Guten sein. Das ist der Fall, wenn der Halter eines sehr verspielten Hundes ihn in einem zu großen Ausmaß beschäftigt, und zwar ohne Ruhephasen. Vierbeiner sollten je nach Alter und Gesundheitszustand zwischen 16 und 22 Stunden schlafen. Fehlen die Schlafphasen, kann die Fellnase die Ereignisse des Tages nicht richtig verarbeiten und wird immer ruheloser und hektischer. Aus diesem Grund ist es essentiell, eine Routine zu entwickeln, in der der Hund genug Zeit hat, sich zu erholen. Viertens, zu wenig Auslastung. Wird einem Hund nicht genügend geistige und körperliche Auslastung zuteil, kann es passieren, dass er in manchen Situationen überschießend reagiert und in ein extrem verspieltes Verhalten verfällt. Für einen solchen Hund ist es wichtig, geeignete Aktivitäten zu finden, die ihn zwar auslasten, aber nicht aufdrehen. Gute Möglichkeiten wären zum Beispiel Fährtentraining, Mantrailing oder Tricktraining. Auch ausgiebige Schnüffelspaziergänge mit Leckerlis verstecken oder Dummy-Training sind sinnvolle Tätigkeiten für einen sehr extrovertierten Vierbeiner. Fünftens, Impulskontrolle und Frustrationstoleranz. Ist ein Hund zu verspielt, dann ist meistens eine zu geringe Impulskontrolle und Frustrationstoleranz schuld. Beides muss trainiert werden, und zwar am besten mittels positiver Verstärkung. Das Wort Impulskontrolle beschreibt die Fähigkeit, instinktives Verhalten kontrollieren zu können und nicht immer sofort nach dem Trieb zu handeln. Ein anderes Wort dafür wäre Selbstbeherrschung. Ein gutes Beispiel für mangelnde Impulskontrolle ist ein Hund, der ohne Rücksicht auf Verluste einem Wildtier nachjagt. Eine einfache Übung, um die Impulskontrolle zu stärken, wäre das Bleibsignal regelmäßig zu üben. Und zwar mit vielen Leckerlis und in den unterschiedlichsten Situationen. Frustrationstoleranz bedeutet, dass der Hund die Fähigkeit hat, mit Enttäuschungen und negativen Erfahrungen gut umzugehen. Eine Übung, um die Frustrationstoleranz zu schulen, wäre zum Beispiel einmal mit dem Hund in den Park zu gehen und einfach nur auf einer Bank zu sitzen und die Umgebung zu beobachten.
Möchtest du jetzt noch mehr darüber erfahren, warum dein Hund dich anspringt und was er dir damit eigentlich sagen möchte, dann klick auf das Bild links und sieh dir unser Video zu diesem Thema an.